mehr austoben können. Oh, was hat dir das gefallen? Ah, toll. Ich will schießen. Warte, ich mach hier runter. Wo geht's her? Ich muss immer lang gehen. Da ist ein Baum. Da muss ich fort. Ihr seid die besten Kinderwagenfahrer auf der ganzen Welt. Ja, immer gucken. Der Löwe in dir. Ah! Ich bin die Maus. Und ich bin der Löwe. Der Löwe kam sich sehr wichtig vor und bewies seine Macht durch ein dröhnendes. Wenn ich doch nur, dachte die Maus, ihm ein bisschen ähnlich wäre. Doch schluck, sie musste sich an die Bestie wenden. Oh je, würde sie dann als Festmahl auf dem Teller enden? Der Löwe zitterte. Starr war sein Blick. Wimmernd wich er erschrocken zurück. Unglaublich, der Löwe hatte Angst vor einer Maus. Obwohl die klein ist. Ja. In diesem Moment steckte ganz viel Magie. Die Maus fühlte sich plötzlich so groß wie noch nie. Kinder, guck mal, wie viele Kinder. Ja, es sind viele Kinder jetzt auf den Spielplatz gekommen. Ich bin noch alles dabei. Noch ein Apfel und eine Birne. Schnell nach Hause, okay? Ja. In mein Auto? Nein. So, jetzt gehen wir nach Hause und essen Mittagessen. Dann dürfen die Kinder ganz ausnahmsweise, das kommt wirklich nicht häufig vor, einen kurzen Film gucken. Nach dem Mittag, damit wir eine Mittagspause haben. Und dann am Nachmittag gehen wir noch, weiß ich noch nicht, was wir da machen. Unsere Kita streikt gerade 2 Tage und dann müssen wir die Tage überbrücken mit den Kindern. Aber jetzt geht ganz gut. Ist immer ein bisschen schwierig, weil die halt laut sind im Büro und müssen halt die ganze Zeit leise sein und dürfen nicht in die vorderen Räume. Hi!